Hi und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem zweiten Kanal Bastian Moll. Ich mache heute eine Review und zwar zu den neuen Styling-Produkten von Schwarzkopf, Drei Wettertaft, dieses Carbon-Kraft nennt sich das. Ich nehme euch mal kurz mit rüber. So sieht das, ja, jetzt könnt ihr mal sehen, wie viel Kram ich überhaupt habe. Carbon-Kraft von Schwarzkopf, Drei Wettertaft, das ist einmal eine texturierende Fiberpaste. Und dann dazu dieses Carbon-Kraft Haarspray. Ja, ich werde euch mal kurz zeigen, wie ich das anwende. Das Ganze ist so eine sehr cremige, nasse Geschichte. Also nicht so sehr matt, obwohl es ein halb mattes Finish hat. Und dann nehme ich immer nicht ganz so viel. Ungefähr so, Fingerspitze. Verreibe das gut in meinen Händen. Und ihr seht auch, es zieht so ein bisschen Fäden und ist sehr glitschig. Es ist jetzt keine reine matte Paste und ich verteile das ziemlich lange, damit das schön warm wird, weil wenn es warm ist, dann lässt sich das einfach viel geiler verteilen. Und ich gehe damit einfach so in die Haare rein, ziehe das alles so durch. Dann gehe ich hier vorne nochmal so ein bisschen seitlich, lege mir das hin. Übrigens ist das Föhnen so unglaublich wichtig. Vor allem mit der Rundbürste könnt ihr die Haare schon alleine durch das Föhnen so gut in Form bringen, dass ihr da gar nicht mehr viel machen müsst. Und einfach nur noch Styling-Paste rein, das war's jetzt schon. Also ich gehe hier hinten dann nochmal so ein bisschen, mache das runter. Und auch die Seitenhaare, die lege ich dann einfach nochmal so ein bisschen an. Das war's schon. Und ich gehe gleich mal einmal kurz rüber ins Licht, muss mir aber erst kurz die Hände waschen. So sehen meine Haare jetzt aus, also ganz cool texturiert, die Haare liegen gut, das fühlt sich auch gut an, hat einen leichten matten Glanz, was mir persönlich sehr gut gefällt und ich glaube es hat 2 Euro noch was gekostet, ich habe es bei Rossmann entdeckt und dann gehe ich einfach mit diesem Spray hier nochmal, vor allem da wo ich weiß, was ich dann immer mache, ich mache den Kopf so ein bisschen seitlich, damit der Pony so locker fällt, seht ihr das, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, dann liegt er angeklatscht. Gehe ich so zur Seite, ist da ein bisschen mehr Volumen drin. Ich schüttel dann auch immer so ein bisschen bekloppt den Kopf und gehe dann mit dem Haarspray drauf. So, zack, hat das Ganze wieder ein bisschen mehr Volumen. Und ich fange halt auch immer von der einen Seite an mit der Rundbürste und gehe dann rüber. Ich drehe die ganze Zeit dabei, immer so. Und gehe dann richtig schön rüber damit, kämmen das dann hier runter. Das war's soweit und ich muss sagen, die Produkte sind gut, es macht Spaß damit zu stylen, weil es schön einfach ist. Ihr habt es ja jetzt gesehen, hat keine 5 Minuten gedauert. Ja, ich würde gerne von euch wissen, welches Styling-Produkt benutzt ihr momentan am liebsten? Wo sagt ihr, da bin ich absolut von überzeugt, Basti? Schreibt es in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn dir diese Review gefallen hat und sagt mir, welches Produkt ich als nächstes reviewen soll. Bis zum nächsten Mal, euer Bastian. Ciao, ciao. Moin und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem zweiten Kanal Bastian Moll. Ich habe Pinsel, habt ihr einfach viel besser die Chance, so eine Maske richtig aufzutragen.